Also kann man jetzt erstmal was kaufen. Ihr müsst auf Mit jeden Fall bei Tod. Fertigkeiten. Was hatten wir gesagt? Ich bin Geist. Alles klar. Dann gehe ich halt Ich bin Master Techniker. Mind. Ich bin Mastermind. Mastermind. Kennst du das Spiel Ja. Mastermind? Das war ein Ne, Scheißspiel, kenne ich ey. nicht. Was muss ich denn hier anklicken hier? Hier die. So, also erstmal den Grundpunkt freischalten, ne? Ja, okay, Dann. den Genau. Grundpunkt habe ich jetzt freigeschaltet. Und jetzt darf ich hier was machen, oder was? Ja. Ja, ich will das dritte von unten will ich nehmen. Aber nimmt er nicht. Na, er muss Blödes Spiel. natürlich, ist ein alten Stammbaum, der muss unten anfangen und dich dann hochziehen. Achso, okay. Was soll ich bei Geist machen? Soll ich erhöht den Wert von eingesammelter Beute um 10%? Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Warte Okay, mal. dann muss ich mal eben hier Waffen, Nahkampf, Waffen, Weiß nicht, du Waffen. bist eben gerade runtergefallen. Obwohl. Nee, dann mach mal den ersten. Mit der eingesammelten Beute. Okay. Dann musst du die dann eigentlich einsammeln? Muss er die einsammeln Ja. oder? Ja gut, aber die 10% da. Hey, ich hab was freigeschaltet. Okay. Nicht genügend Geld, okay. So. Dann könnt ihr schon eure Westen anlegen, ne? Ich hab die bekommen. Ja. Also. Da man nun mal Ja, hab schön ich. fleißig das DLC gekauft hat, hat man jetzt das Heavy Eagle Gewehr freigeschaltet. Saustark. 20 Schuss und macht also knapp dreimal so viel Damage wie die Waffe, die wir gerade hatten. Also Warte. wenn ihr die nehmen wollt. Welches Gewehr soll man nehmen? Heavy Eagle. Das ist vom DLC Weapon Pack 1. Ja. Ansonsten kannst du auch die AK nehmen, ich meine, die ist auch gut. Ich nehm die Hat AK. mehr allgemeine Munition. Und Ich du nehm die musst AK, ey. bei diesem Spiel müsst ihr wissen, Geld regiert die Welt. Nur aus unten links hast du dein Bargeld. Alles kostet sau viel Geld, egal ob es das Freischalten von Punkten ist, das Kaufen von Masken oder halt hier das Kaufen von Waffen, das Modifizieren von Masken, alles kostet Schweine, Scheiß Geld. Also wir müssen sparen. Ja. Naja. Bist du Ja, man muss halt da schauen, besser? ne, ob es sich lohnt für eine Waffe, die man nie benutzt, etwas freizuschalten, was irgendwie 200.000 kostet oder so. Oh, alle Okay, perfekt aufgerüstet. Okay. Ja, du. Also ich habe jetzt eine Weste ausgerüstet und die eine Waffe. Ansonsten noch irgendwas? Ich hab Was? mir eine AK geholt und eine Weste. Wer von euch kann die Maps auswählen? Ich Oder macht ihr... bin der Host. Hast du einen Wunsch? Einkaufscrasher? Einkaufsladen, ne? Super, Ja. nehmbar. Okay. Bleiben wir nochmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ja. Kriegen wir alles hin. Einfach nur easy. Und hast du dich wieder kaputt gelacht? Alter, die Szene ist immer noch so geil, Welche Szene denn? ey. Im letzten Spiel, um die letzten beiden, die wir gemacht haben, zu viert noch. Als der DX an mir vorbeigesegelt ist und direkt in das Meer rein. Also So, ja, stimmt. denselben Fehler gemacht, wie er am Anfang der Runde hatte. Ja. Stört euch das, wenn ich Wege mitnehme? Wenn du was mitnimmst, Ja. okay. Nimm mal die Säge mit, genau. Okay, gut. Na gut. Das war meine Frage. Ihr müsst euch mal, Wie Jonas Tarnmodus einfach mal schon so ganz unten ist und er einfach Level 2 ist. Jonas, wie hast du das geschafft, ey? Ja, wieso? Was? Aber geil, Ach, Alter. es ist die AK. Es ist die AK. Gut. Das erklärt einiges. Ja, die reißt es raus. Wir brauchen ja keine. Für wenn man Stealth spielt,
dann ist unten rechts, siehst du ja die Namen von den Charakteren, dann unsere und dann siehst du rechts diesen Erkennungswert, diesen Tarnmodus. Je niedriger der ist, desto weniger erkannt wirst du von den Leuten. Okay. Je höher der ist, Maximum 75, desto schneller sehen sie, oh, der trägt eine schwere Schutzweste und eine AK trägt er auch noch. Ja, dann ist das wohl ein Feind. Desto alarmierender sind sie, klar. Okay. Ja, wollt ihr nicht bereit sein, wieso werdet ihr nicht so schnell erkannt? Weil die keine AK haben. Genau. Die AK macht dich automatisch. Also, das Ding ist einfach... Ist halt eine AK, ne? Okay, aber ich hab doch... Okay. Die Igel, ne? Oder? Nein, du hattest die AK. Oh. Ich hab die AK gehabt. Achso. Lol. Ich bin hart verwirrt. Auch. Okay, wir können loslegen. Schlagt alles kurz und klein. Fenster. Also ein Kram. Ja, erstmal. Was willst du? So, ich nehme mal meine AK hier. Ich nehme mal Geisel. Und wie schlage ich Sachen ein? Jonas, nimm, die geht man nicht hier hin, geht ganz hoch. Geht ganz auf E ist Nahkampf. E ist Nahkampf. Ja, Notfalls alles zerschießen. Schmuckladen. Genau. Den Schmuckladen. Du zerschießt am besten das Dach. Genau. Hä, wie. F. Okay, alles klar. Ich hab die Geisel genommen. Den Schmuckladen kann ich schon mal ausräumen. Schlagt ihr alles klein kurz. Ja, ich bin hier irgendwo. Wo ist hier eine Geisel hier? Also hier bei der Map ist es am besten, wenn ihr ganz oben. Ja, weil genau hier gibt es nur einen, tatsächlich gibt es nur einen Spot, wo hier der Heli kommen kann zum Abholen. Hier im SWAT-Team. Hallo! Hey! Aufs Leben. Ich wäre übrigens ganz dankbar, wenn mal einer ein bisschen so. Ja, wo bist du denn? Nee. Da unten. Also, ja. Alter! Hä? Ich glaub. Okay, also Hälfte haben wir. Die ganzen Bankautomaten habe ich. Okay. Denk dran, ne? Alles Glas zerschießen, auch in den ganzen Aufgängen. Bringt das mehr Geld oder was? Nein, es bringt einfach nur, dass wir abgeholt werden, weil das ist gerade unsere Mission, oben links. Wir müssen möglichst viel Schaden anrichten. Genau. Und ab und zu wird halt durchgesagt, bei wie viel Prozent wir gerade sind. Also, beziehungsweise bei wie viel $1000 Schaden. So, die. Oh, es ist schrecklich. Alter, wo sind die scheiß Bullen, ey? Wo sind die? Ja, ich merk's. Boah, Alter. Oben ist ein Scharfschütze. Gut. Jetzt ist er down. Kümmert euch mal später hauptsächlich um die Cops. Erstmal ist es wichtig, dass der Hubschrauber das Signal bekommt, dass er losfahren soll. Losfliegen soll. 10.000 fehlen uns noch. Zum kaputt machen? Ja. Oh. Alles klar, jetzt haben wir's. Hilfe. HGB, komm du mal hierher. Ja, ich bin hier. Und hier siehst du den Drill, ne? Wenn er gleich aufleuchtet, dann musst du den neu starten. Mit? Steht dann da mit F. Also F gedrückt halten, ja, und dann fährt er den neu hoch. Ich bin voll dabei. Da wo die Taschen liegen, müssen wir gleich hin, weil da kommt gleich der Heli. Okay, hab ich. Dauert's noch ein bisschen? Ja, dauert noch ein bisschen. Eine Minute circa. Also 46 Sekunden braucht noch der Drill hier hinten. Ja. Was macht ihr denn da hinten? Tresor aufbauen. Genau, Tresor. Wo ist denn der Tresor? Es gibt mehrere. Hier hinten. Hinter dir, Sozio. Bin übel. Vorsicht, komm mal rein hier. Ja. Im Haus. Er ist voll in der Schusslinie. Nicht mehr. Telenon. Sozi!
Aber wir haben schon ganz gut Cash gemacht. Durch die ganzen 9 Sekunden Dinger, die Kim aufgebohrt hat. Aber die hätten wir doch eigentlich gar nicht aufbauen können, oder? Nee, weil er die Säge hat, geht das. Okay. Aber oh, ich nehme mal hier, ne? War was drin im Tresor? Das ist so wenig Geld, also das sind jetzt 20.000 pro Dings gewesen, also 100.000 insgesamt. Und das ist wirklich nichts. Also ein weiterer Waffenslot kostet mich momentan 800.000. Einmal, ich geh mal eben durch, ich muss mal eben gucken, wo die zum Granatenwerfen sind. Also das ist der Chat. Du hast keine. Also hätte das, ich welche mitnehmen müssen? Nee, die hat man automatisch, wenn man das DLC aktiviert hat, dann musst du nach dem Spiel hier nochmal gucken, ob du die wirklich hast. Das DLC, ja, ob das aktiviert ist. Von dir. Ja, vielleicht hat er die noch nicht installiert oder irgendwas. Ja, weil er zeigt mir an, ich hab nicht den Original. Du hast mir das Spiel ja doch auch gekauft. Okay. Hat jemand Munition? Ne, braucht nicht. Wir können fliehen hier. Ja. Ja. Nice. Der war check, ja. Sonst könnte ich doch das Spiel gar nicht spielen, wenn ich das nicht das Original habe. Ne, aber es geht ja um die DLCs, um die Zusatzpakete, die ich dir geholt habe. Ja. Aber irgendwie, ja, muss ich nochmal nachgucken. Okay, Kim ist da wirklich nicht viel Geld. Ja, ist auch so. Aber 60.000 Cash. Ab 65, 4. 65.428. Ich bin Level 4. Level 4, genau. Alles klar. Klappspaten? Ja, dann hast du das DLC auf jeden Fall aktiv. Ja, das ist komisch. Guck mal, wie ich das nicht filme. Warte mal eben. Das ist das, was im Waffenmod kleiner Schalte empfängt. Okay. Warum auch immer, dass der das nicht aktiviert. Die Welt wartet gespannt. Ja. Oh, nice. Jonas hat einen Schalldämpfer gekriegt. Ich hab Geld bekommen. Alles klar. Gut. Okay, jetzt wieder Fertigkeiten. Genau. Ich hatte keine Weste an. Da fällt einiges. Eine dünne, ne? Nee, doch, eine dünne Weste drunter. Ach, stimmt, hatte ich gar nicht. Nee, bei mir zeigt er immer Fehler an. Wo? Wenn ich das aktivieren will. Okay. Soll ich lieber alle einmal aktivieren oder eins hochleveln? Lieber hochleveln. Dieser aktuelle Set. Du siehst ja, wenn du jetzt zum Beispiel Hauptspiel Payday 2 besitzen, bevor er ihre Bibliothek hinzugefügt werden kann. Da steht er bei mir. Also sagt er dir gerade, dass du Payday 2 nicht besitzt? Ja, angeblich. Es gab doch dieses. Gab's nicht dieses Wochenende, das ist jetzt irgendwie. Ein Geist. Sonst war oder so? Ja. Demo oder so? Ja, es läuft gerade. Läuft gerade. Hast du es da runtergeladen? Das weiß ich nicht. Das hat sich ja automatisch installiert. Weil. Ja. Wenn du die Demo hast, dann denkt er immer noch, du hast die Demo, deswegen konnte ich auch gerade. Aus dem Grund konnte ich gerade eine Version nicht verschenken. Weil angezeigt wurde, dass die Person das Spiel schon besitzt. Genau. Okay. Aber dann müsste er die restlichen DLCs auch nicht bei dir haben. Das ist komisch. Ja. Aber, pass auf, Jonas. Bräuchte ich 3 Punkte. Ja, pass auf. Du hast rechts in der Spalte hast du verschiedene Level. Also Level 1, Level 2 geht hoch bis 6. 6 ja. Ist ganz oben. Du hast jetzt gerade den Dead Presidents gelevelt, ne? Also Level 1 genau. Ganz links. Ja, genau. Um in die zweite Spalte vorzurücken, brauchst du halt noch 5 Punkte zum Beispiel, um den Rang 2 freizuschalten.
Das heißt, es macht Sinn, weil du jede Fähigkeit kannst du einmal mit einem Punkt investieren als Basis und dann nochmal 3 Punkte zusätzlich als Ass, praktisch als gestochen. So, wenn du da jetzt hast, ne, ein Punkt für Basis, 3 Punkte für Ass bringen 20% mehr Beute. Bietet sich an, eins komplett mit Ass zu machen und dann nochmal ein anderes den einen Punkt auszugeben, damit du dann auf den zweiten Rang kommst. Denn du siehst ja bei Rang 2, siehst du ganz rechts dann den Rangbonus. Und da steht halt, du wechselst die Waffen 20% schneller. Das ist jeweils vom Fähigkeitsbaum unterschiedlich. Mhm. Beim Vollstrecker zum Beispiel ist es dann, du erhältst 10% mehr Gesundheit. Das heißt, es ergibt schon Sinn, möglichst schnell nach oben zu kommen. Okay. Also sozusagen, wenn ich also bei mir steht das ja jetzt, ich muss jetzt die anderen beiden bei Level 1 aktivieren, oder wie? Nee, du musst nur so viele Punkte ausgeben, wie Level 2 vorschreibt, dass du es ausgeben musst. Also Level 2 zum Beispiel braucht 5 Punkte auszugeben auf Level 1. Und, achso. Ich hab Fertigkeitspunkte 2 habe ich verfügbar. Okay.